große Krieg ist vorbei. Wir wollen nur noch nach Hause. In die neue Republik, die im Herzen Europas geboren wurde. Aber wir sitzen hier fest, weil der eskalierende Bürgerkrieg den direkten Weg in den Westen blockiert. Der einzige Weg nach draußen führt nach Osten, das Gebiet der verfeindeten Roten und Weißen Armeen. Wir müssen einen Panzerzug durch Sibirien nehmen und dann an Bord eines Schiffes die sichere Fahrt nach Hause antreten. Das ist unsere einzige Chance, die lange Reise zu überleben. Es könnte unser letzter Zug nach Hause sein. Und damit herzlich willkommen zu Last Train Home. Ein Spiel, das ich ein bisschen auf dem Radar gehabt habe. Einerseits natürlich wegen dem Zug und wegen dem Setting allgemein. Und die Testberichte sind ja auch schon draußen vom Spiel und alle loben es. Und da dachte ich mir, wir machen da mal so ein kleines blindes Angezockt. Ich habe noch nicht eingespielt, es ist jetzt das erste Mal hier mit euch. Und dann schauen wir mal, wie das so ist. Kleine Sache vorweg. Es gibt bei der Option, bei der Sprache, mal schauen, Audiosprache, immersiv. Immersiv heißt, dass wenn zum Beispiel jemand auf Polnisch eigentlich reden würde, dann redet er auch auf Polnisch oder der andere Russisch, dann auf Russisch. Man kann natürlich aber auch sagen, alles ist Deutsch, alles ist Englisch etc. Ich habe das jetzt mal auf Deutsch dringen lassen. Ansonsten weitestgehend eigentlich unverändert. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal neue Reise und lassen das hier mal auf Kommandant. Es gibt unterschiedliche Schwierigkeitsstufen hier drin. Das kann man sich ja auch noch individuell hier anpassen. Und Anleitung an, weiß ja noch nicht, wie es geht. Und Reise starten. Ich bin schon gespannt auf die Zwischensequenzen, weil es da Live-Action mit drin hat. Und hoffentlich fängt es gerade mit einer an. Das wäre natürlich super. Du kannst die Schwierigkeit entsprechenden... Okay. Während des Großen Krieges, später bekannt als der Erste Weltkrieg, kämpfte die tschechoslowakische Legion offiziell im Auftrag Russlands und erhielt im Gegenzug Unterstützung im Kampf für eine unabhängige tschechoslowakische Republik. Doch der Erste Weltkrieg brachte enorme Verluste mit sich und hatte Russlands wirtschaftlichen Zusammenbruch zur Folge. Das war der Zündstoff für eine Revolution, die in der Entmachtung des Zaren und einem blutigen Bürgerkrieg endete. Die Bolschewiken stellten die Rote Armee auf, um ihre Vormachtstellung auszubauen und über ein vereintes Russland zu herrschen. Die Weiße Armee formierte sich im Widerstand gegen sie. Die tschechoslowakische Legion sah sich einer heiklen Situation gegenüber. Eine bewaffnete Streitmacht auf fremdem Territorium, ohne klares Treuebündnis gegenüber den Roten oder Weißen. Außerdem wurde die russische Westgrenze noch von anti-tschechoslowakischen Kräften gehalten. Daher lautete der Befehl der tschechoslowakischen Übergangsregierung an die Legionäre, sich neutral zu verhalten und nach Wladiwostok in den Osten zu reisen und von dort mit Schiffen nach Europa überzusetzen. Während der Evakuierung per transsibirische Eisenbahn wurden die Legionäre dennoch in bewaffnete Konflikte verwickelt, die den Verlauf des russischen Bürgerkriegs beeinflussten. Wir lernen jetzt die fiktive Geschichte von Last Train Home kennen, die von den Aufzeichnungen eines herausragenden Mitglieds der tschechoslowakischen Legion inspiriert ist und als ein wahres Instrument der Geschichte gesehen werden kann. Sie beginnt mit einem ehrgeizigen Hauptmann, der unter dem Befehl von Major Gasnik steht. Der Major befehligt die letzte Einheit der tschechoslowakischen Legionäre, die in einem gepanzerten Zug auf dem Weg nach Wladiwostok sind. Okay, dann wissen wir schon mal, wie die Story ist. Kopf, Hauptmann. Der Zug muss überprüft werden und dann können wir los. Ich habe gehört, dass du damit geprahlt hast, ein besserer Major als ich zu sein. Also, sehen wir mal, wie gut du als Befehlshaber abschneidest. Nehmen wir einen Trupp und verhandeln mit dem einheimischen Müller. Der Rest der Legionäre passt in der Zwischenzeit auf den Zug auf. Okay, also ich muss schon mal sagen, rein grafisch sieht es ja mal mega geil aus. Und hat die Look sehr nice. Leider ist gerade ein bisschen dunkel. Okay, so wegen ausgewählter Einheiten. Rechtsklick, also... Auf dein Komma, verstanden.
Oh, wow, das ist ziemlich jung von der Stimme her. Okay. Das ist der Rand des Spielbereichs. Ja, soweit alles klar. Okay, ich gehe. In Bewegung. Es sieht nicht so gut aus da hinten. Geht klar. Ich rieche Rauch. Das ist nicht gut. Beeilung. Nein, allerdings nicht. Die Mühlen sind zerstört. Zum Glück scheint niemand verletzt worden zu sein. Beeil dich und sammle die Säcke mit Nahrungsvorräten ein, bevor sie aufverbrennen. Okay, Rechtsklick zum Sammeln. Geht das mit mehr? Geht klar. Okay, ich kann ja nicht alle einsammeln. Es wird im Verlauf des Spiels auch noch sehr wichtig, dass man halt wirklich überall Ressourcen einsammeln, so viel es nur geht. Wer um Himmels Willen würde eine Getreidemühle niederbrennen? Wir müssen mit dem Müller sprechen. Der Bauernhof ist in der Nähe. Gehen wir. Okay, ich gehe. Wetten, dass da noch irgendwo eine böse Überraschung auf uns lauert? Da. Jawohl. Nahrung, einsammeln. Sehr gut, nochmal plus 10. Ja, ich glaube, da ist nicht mehr sehr viel über. Was das Haus des Müllers ist? Wenn da drin noch jemand am Leben ist, ist es deine Pflicht zu helfen. Geht klar. Da liegt jemand. Jawohl. Willst du mich jetzt auch umbringen? Aber nein. Wir sind tschechoslowakische Legionäre auf dem Weg nach Vladivostok. Wir wollten Vorräte von deiner Mühle kaufen, aber wir haben sie niedergebrannt vorgefunden. Wer hat das getan? Bolschewiken. Sie forderten unsere Wintervorräte von uns im Namen Lenins. Mein Sohn hat sich geweigert. Wir müssen eine Familie ernähren, sagte er. Also haben sie ihn getötet. Und die Kinder. Ihr Soldaten seid alle gleich. Ihr könnt nur töten. Geht einfach und lasst mich in Ruhe sterben. Wenn die Bolschewiken Nahrung wollten, warum haben sie dann die Mühle mitsamt den Säcken verbrannt? Es hat sich nie um Nahrung gedreht. Das ist deine Belohnung, wenn du eine Zusammenarbeit mit der Roten Armee ablehnst. Okay. Geht klar. Gibt's denn sonst noch irgendwie was zum Mitnehmen hier? Schaut nicht so aus. Okay, ich gehe. Jetzt auch keine Säcke zum Einsammeln. Wie geht die zum Aussichtspunkt? Ist irgendwo da hinten. Gehe in Deckung. Jawohl. Da. Mal schauen, was da Stoff. Drin ist. Stoff. Nehmen wir mal mit. Wo packt sie das Ganze geht eigentlich klar. hin? Okay, hier rauf. Schicke jemanden mit einem Fernglas auf den Vorsprung. Ein Kundschafter. Jetzt, Hauptmann. Da, die Roten haben die Familie des Müllers getötet und alles niedergebrannt. Sie verdienen den Tod. Halte dich zurück, Soldat. Die Rote Armee wird sich für Verbrechen an ihren eigenen Landsleuten verantworten müssen, aber nicht für Verbrechen an uns. Wir sind noch auf russischem Territorium und haben noch einen weiten Weg vor uns. Wir wollen uns keine Feinde machen. Ganz zu schweigen von möglichen diplomatischen Zwischenfällen, die unsere neue Republik gefährden. Genug der Worte. Zurück zum Zug. Vielleicht finden wir unterwegs noch mehr Vorräte. Okay, ja, dann lassen wir sie in Ruhe. Reiche den Ausgangsbereich in der Nähe des Zuges. Naja, wir schauen uns hier nochmal ein bisschen um. Die Karte ist ja noch relativ klein hier. Gehe in Deckung. Ja, aber hier wäre noch was. Ja, da ist wie noch so ein Lager. In Bewegung. Lass uns... Oh ja. Das Nahrung. Kann ich machen. Her damit. Was ist das? Jawohl. Munition? Yes. Wechsle die Position. Stimmt, das ist ja natürlich auch noch so ein Thema. Munition ist natürlich auch knapp. Verstanden. Eigentlich ist alles knapp. Wir könnten hier noch ein Geht bisschen klar. runtergehen. In Bewegung. Ah, ich will den Typen aber nicht zu nahe kommen. Geht klar. Mal oh schauen, ja, was da Stoff. Drin ist. Okay.
Ich glaube, das scheint es gewesen zu sein auf der Karte. Kann ich Ihnen auf Strake sagen, kommt es wieder hier hin? Verstanden. Oh, da ist ja noch was. Geht klar. Stoff. Gut. Jetzt haben wir aber alles. Okay, ich gehe. Also dezent Company of Heroes Vibes. Treibstoff. Unsere Soldaten haben schon lange nichts mehr zu tun gehabt. Wie wär's mit ein paar Zielübungen auf Vogelscheuchen? Will ich das? Der gehört mir. Das sind keine Vogelscheuchen. Das sind ausgestopfte Hexen. Vorsicht vor Baba Yaga, der Mutter aller Hexen. Weniger reden, mehr schießen. Ich krieg das hin. Aber das kostet ja Munition. Nimm das, Baba Yaga. Wer bist eigentlich du? In Bewegung. Wir Legionäre lassen niemanden zurück. Bring den ganzen Trupp hierher, bevor wir den Abmarschbefehl erteilen. Ja, ich denke mal, sind alle da. Dann Abmarsch. Missionsgebiet wirklich verlassen? Ja. Okay. Ja, war jetzt nicht schwer. War natürlich ja nur der Anfang. Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Alles abgeschlossen. Perfekt. Heute 40 Essen. Gut. Verlassen. Als du und die anderen mit leeren Händen in deinen Zug steigst... stimmt doch gar nicht. Ich habe doch was mitgebracht. Entbrennt eine Diskussion über die kürzlichen Ereignisse. Manche sind wütend, andere verunsichert. Du hingegen grübelst über deine neuen erworbenen Erfahrungen als Anführer doch. Major Gazik packt dich bei den Schultern und reißt dich aus deinen Gedanken. Das war gute Arbeit, Hauptmann. Aber lass dich nicht zu Angebereien hinreißen und werde deiner Rolle gerecht. Heute hast du die Grundlagen als Anführer erworben. Nichts läuft jemals so, wie man es erwartet. Wir hätten die Roten nicht einfach laufen lassen dürfen. Sie müssen für ihre Taten bezahlen. Mord, Diebstahl und das Vernichten von Lebensmitteln. Unsere Übergangsregierung will, dass wir Konflikte vermeiden. Wir dürfen nicht einfach Urteile nach eigenen Ermessen fällen. Wir müssen unsere Befehle befolgen. Intelligent. Interessant. Seht nur, was sie ihren eigenen Leuten antun. Was glaubt ihr, wenn sie mit uns anstellen, wenn wir uns ihnen in ihrem Land widersetzen? Unsere Truppe ist nicht gerade klein und es braut sich ein Bürgerkrieg zusammen. Wir müssen neutral bleiben. Wir sind Soldaten und befolgen unsere Befehle. Was hätte das für Konsequenzen, wenn wir sie auf frische Tat ermorden? Ich gehe mit erster Option. Seht mal, was sie ihren eigenen Leuten antun. Was glaubt ihr, bis wir jetzt auch schon eher... Trotzdem glaube ich, dass sie abhauen würden, wenn wir uns hinstellen. Naja. Sie wären sicher begeistert, uns zu sehen. Sicher würde sie allen erzählen, dass tschechoslowakische Legionäre eine ehrliche Bundesfamilie getötet, ihre Mühe niedergebrannt und alle Vorräte vernichtet haben. Ist das jetzt jedes Mal zum Schluss, dass das ein Textbriefing ist? Schade, dass das nicht vertont ist. Sind wir dann weiter nach Moskau wie geplant oder müssen wir mit Ärger rechnen? Wir holen in Moskau einen zukünftigen Berater an Bord, Hauptmann Langer. Er verhandelt gerade unsere sichere Weiterfahrt nach Vladivostok. Wäre noch cool, wenn wir selber in den Zug fahren könnten. Aber das wäre zu vieles Guten. Hoffentlich tragen seine Verhandlungen Früchte. Hoffen wir es, wo wir gerade von Früchten reden. Wir sollten dringend unsere Vorräte an einem der nächsten Bahnhöfe auffüllen. Wegtreten. Die lange Reise beginnt. Oh, was? Geil. Begib dich nach Sushili, um weitere Vorräte. Das ist da vorne. Ist ja geil. Und ich kann den Zug auch jederzeit anhalten. Was haben wir hier? Soldateninfos, Soldatenüberblick. Halte die Spielzeit an oder beschleunige sie, wenn sie erforderlich ist. Okay. Einmal anhalten. Nice. Was haben wir hier? Soldateninfos. Ganzen Stati zu den Sachen hier. Okay. Verbrauchsobjekte. Alle klar. Eine generelle Übersicht. Rationseinstellung.
Oh, Stichwort Ration. Oder haben wir noch die unterschiedlichen Rollen? Das wird komplex hier. Treibstoff. Gesamtverbrauch 369,2 pro Tag. 1,5 Tage und der Zug fährt 1000 Kilometer. Bei aktuellen Verbrauch reicht die Nahrung 2,3 Tage. 4 volle Rationen. Interesting. Infanteriewagen. Ach ja, cool. Alles klar, da kann ich die ganzen Wagen hier so durchgehen. Schau, wer hier so drin ist. Sanitätswagen. Aha. Und wer in der Lok drin ist. Okay. Ich würde sagen, wir machen mal weiter. Um interessante Orte zu erkunden, müssen Trupps eingesetzt werden. Ja, zum Beispiel hier. Ich würde sagen, wir bleiben dann hier mal stehen. Ist aber sehr cool, dass es so nahtlos hier geht. Ach, er ist von alleine an. Okay. Der Zug hält einige Dutzend Meter vor dem Bahnhof. Wir sind im Bahnhof, nicht vor dem Bahnhof. Okay. Ein weiterer Zug versperrt den Weg. Als du und andere aus deinem Zug aussteigen, werdet ihr mit ernster Stille und ein paar Gewehren begrüßt, die in der Nähe des Bahnhofs in eure Richtung gerichtet sind. Ein großgewachsener Offizier der Roten Armee geht auf dich zu, begleitet von zwei Soldaten. Sei gegrüßt, Legionäre. Mein Name ist Adem Mozor. Wer hat den Befehl über eure Einheit? Magazik steigt aus dem Zug aus und schüttelt Morozos Hand fest. Du siehst seine andere Hand, die auf dem Heft seines Grabenmessers ruht. Ein sicheres Zeichen dafür, dass er Ärger wittert. Und du weißt, dass er sich selten ehrt. Ach nö. Maya Otaka Gazik, ich habe den Befehl über diesen Zug. Damit verdanke ich dieses Vergnügen, General. Morozov zeigt eine Mischung aus Belustigung und Genugtuung. Er ist sich offensichtlich nicht sicher, ob der Major seinen Rang an den Abzeichen auf seiner Uniform oder an seinem Ruf als Held der großen Kriegs erkannt hat. Das hier ist reiner Zufall. Ich habe in der Nähe Familie besucht. Trotzdem ist unsere Begegnung ein Glücksfall. Denn ich habe einen Vorschlag, der für beide Seiten von Interesse ist. Was wollen Sie? Sagen Sie schon, ich bin ganz Ohr. Und so sollte es auch sein, mein Freund, denn es liegt in meiner Macht, Ihnen sichere Durchreise durch Russland zu gewähren. Das ist doch das, was Sie wollen, oder nicht? Dafür müssen Sie uns nur Ihre Waffen übergeben. Das, glaube ich, wird nicht passieren. Unsere Waffen abgeben? An Sie? Sicher nicht. Sie werden sie wahrscheinlich nutzen, um damit auf uns zu schießen und dann den ganzen Bahnhof niederzubrennen. Ihre Legionäre sind nicht die Ersten, die hier durchkommen. Ihre Landsleute haben ihre Waffen ohne Zwischenfall übergeben. Um ihre Soldaten willen, tun sie, was ich verlange, oder sie werden es bereuen. Oh, ich bin sicher, sie beabsichtigen, uns unbeschadet mit einer vollen Bauch und glücklich unsere Wege ziehen zu lassen. Sie haben meine Antwort gehört, General. Geben Sie Schießbefehl oder machen Sie den Weg frei. Es ist Ihre Entscheidung. Morozov starrt Gazik lautlos an. Ein paar Legionäre bewegen sich unruhig und nehmen ihre Gewehre zur Hand, die sie trotz der offensichtlichen Bedrohung bisher geschultert hatten. Dann hebt Morozov langsam seine Hände und lächelt. In seinem Gesichtsausdruck ist keine Spur von Täuschung zu erkennen. Er wirkt entspannt, beinahe zufrieden. Ich schätze Ihre Offenheit, Major. Ich schätze, wir beide wissen, wo wir stehen. Auf Wiedersehen. Okay, es gibt Stress. Mit einem höflichen Nicken wendet sich Morozov ab und steigt, gefolgt von seinem Soldaten in den Zug der Roten, und fährt ab. Alle sind ein wenig verunsichert. Die Abfahrt des Zuges gibt einen Blick auf den Bahnhof frei. Dort wartet eine Katastrophe. Ha. Okay. Wir sollen jetzt einen Trupp erstellen. Missionsansatz. Empfohlene Truppenstärke 5. Schwierigkeit ganz einfach. Potenzielle Belohnungen. Neuer Soldat. EP. Treibstoffstoff. Nahrung. Wen nehme ich denn mit? Rachsüchtig. Schwach. Maximalwert von Fit verringert sich um 1. Tollpatschig. Nee. Okay.
Was haben wir hier noch? Gewissenhaft, führt alle Pflichten sorgsam und zuverlässig durch. Das sind Gewehrschütze, Gewehrschütze, MG-Schütze, Sanitäter. Ja, Sanitäter hätte ich auch gerne mit dabei. Grenadier. Einsetzen nicht möglich. Es müssen mindestens 3 Kampfwerte. Also Grenadier. Soldaten mit Kampfrolle, alle verfügbaren Soldaten. Gewehrschütze. Ach so. Das ist alles in einer Person. Du kommst noch mit. Kundschafter. Ja, 3, 4, 5. Soll man noch jemanden mitnehmen? Ich glaube, das sind alle, oder? Machen wir das mal so. Einsetzen. Irgendetwas stimmt nicht. Hier ist es zu still. Beugt aus. Aber haltet eure Augen und Ohren offen. Ich bin bereit. Ja, wir werden noch mal ganz stark mit Deckung arbeiten. Suche Deckung! Das ist aber auch wieder eine relativ kleine Karte. Gehe in Deckung! Okay, da gibt es dann jetzt sehr viel zu sehen. Wir könnten erstmal so ein bisschen außen rum gehen. In Bewegung! Geht klar! Jawohl. Da ist auch keiner. Okay, ich gehe. Geh zu diesem Ort. Okay, ich gehe. Die Roten haben ein paar Dorfbewohner am Leben gelassen. Ich glaube, sie brauchen Hilfe. Ich warte. In Bewegung. Okay. Wähle seine Täter aus, um die Winde stabilisieren. Auf keinen Fall. Hä? Warum nicht? Auf dein Kommando. Geht klar. Hä? Soll das ein Witz sein? Ja, aber warum kann ich... Befehle? Jawohl. Also ich verstehe jetzt gerade nicht, warum es nicht geht. Nein. Ja, warum denn nicht? Oder muss ich mich sagen, effektiv heilen hier? Das ist nur ein Kratzer. Okay. Na? Wir sind tschechoslowakische Legionäre auf dem Weg nach Vladivostok. Kannst du uns sagen, was hier passiert ist? Die Rote Armee kam hierher, um zu rekrutieren und Proviant zu besorgen. Wir sagten ihnen, sie sollen gehen, aber sie lachten nur und nahmen sich alles, was sie wollten. Sie töteten jeden, der Widerstand leistete. Wir haben Lastwagen voller Artilleriegeschosse gesehen, die Richtung Fluss gefahren sind. Meine Schwester lebt dort. Ich bin krank vor Sorge. Wir brauchen Hilfe. Wir wollten hier Vorräte tauschen und nicht in russische Angelegenheiten gezogen werden. Aber die Roten haben uns schon zuvor angegriffen und sie führen hier sicher nichts Gutes im Schilde. Das Risiko für den Zug ist einfach zu groß. Daher müssen wir gehen und herausfinden, was da los ist. Es sieht so aus, als hätten sie die Brücke sabotiert. Wir müssen sie reparieren, wenn wir sie überqueren wollen. Im nahegelegenen Lager gibt es Werkzeug und Baumaterial. Gleich da drüben. Okay. Okay, ich gehe. Befehle? Dann machen wir das mal. Ich würde aber hier gern mal schauen, was Sachen da drin einsammeln. Ist. Besuchsziele abschließen und Missionen zu beenden. Ja, okay, soweit alles klar. Dann werden wir uns hier mal noch kurz umsehen, ob wir hier Sachen mitnehmen können. Ich glaube, ich war ja nichts. Geht klar. Einmal hier nach hinten. In Bewegung. Alles leer hier. Die Säcke kann ich auch nicht mitnehmen. Jawohl. Hier drin. Hier ist auch nichts.
Okay, ich gehe. Schade. Na gut. Alle tot hier. Verstanden. Feind gesichtet. Was? Feind? Wo? Oh ja, da hinten. Gehe in Deckung. Oh, scheiße. Was ist? Ich ziehe den Kopf ein. Schießen auf ihn. Befehle? Suche Deckung. Wechsle die Position. Können wir vielleicht auch mal schießen? Jawohl. Angriff! Okay, das hat jetzt leider ein bisschen Munition gekostet. In Bewegung. Kommt mal alle zusammen hier. Das ist voll nicht realisiert, dass ich da nicht alle mitgenommen habe. Okay, ich gehe. In Bewegung. Und der Friedhof. Wechsle die Position. Der Feind hält anscheinend eine sichere Verteidigungsstellung in voller Deckung. Wenn wir keine Reichweite oder Handgranaten haben, müssen wir die Stellung stürmen. Stur? Ja, aber haben wir Handgranaten? Aha! Ja, hier. Granate! Oh, fuck. Ich kann niemanden mehr sehen. Befehle? Bereit. Bin unterwegs. So eine Shit. Wir haben eine Verletzung. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Diesem Ort wimmelt es von Roten. Wir sollten versuchen, so lange wie möglich unentdeckt zu bleiben. Aber es darf keiner aus Versehen feuern. Gewehrschüsse eignen sich nicht für einen Hinterhalt. Lautloser Modus. Okay. Position. Treffe unerkannt an, um eine lautlose Eliminierung mit einem Bajonett oder wie? Zum Heilen. Kurz und schmerzlos. Gut, es geht jetzt der ganze Trupp gerade los. Feindkontakt! Und wenn ich drauf gehe, dann sehe ich, in welche Richtung sie gucken. Hat sie noch was gehabt zum Mitnehmen? Glaube nicht. Ruhe in der Hölle, Kamerad! Wenn du das sagst. Okay. Ich schon beide Nacht auf vorne. Geh in Position. Warte mal. In der taktischen Ansicht kannst du wichtige Informationen überprüfen und deinen nächsten Schritt planen. Anleitung. Okay. Leertaste drücken, während du eine Mission anhalten. Die Spielzeit wird passiert. Du kannst Soldaten befehlen, sich zu rühren oder bereits erteilte Befehls. Ach so, okay. Okay, lass mal gucken. Du gehst zu ihm. Schmerzlos. So bereit wie er es nur geht. Er wird nicht wissen, wie zu ihm. Und. Warte mal. Der ganze Rest hier. Auf dein Kommando. Gehe in Deckung. Ja. So, also ihr. Aha. Warte mal, halt. Das ist besser, ja. Deckung. Ja. Du. Schön sachte. Machst es. Und ich würde sagen, Befehle? Du gehst auf ich ihn. Ich erlöse ihn aus seinem Elend. So. Okay. Was du. Ist? Noch einer fürs Grab. Ihn. Ja. Du den. Oh. Gut. Nachdem das nice. Schmutzige Geschäft erledigt ist, sehen wir mal, wie schlimm die Dinge stehen. Ich warte. Suche da kommt's mal alle hierher. Das ist nur praktisch. Guck mal, du bist doch leicht verwundet. Jawohl. Nutz das da mal bitte.
Zum Heilen des verwundeten Soldaten. Ja, da, nimm. Okay. So, und einer von euch. Ist da bitte. Hier ist ein Reparaturset. Wir haben alles, was wir unmittelbar zum Reparieren der Brücke brauchen. Ja, dann, fix mal. Einfach mal so. Sehr gut. Wenn hier in der Nähe ein Wachturm ist, sollten wir ihn einnehmen, damit wir eine bessere Rundumsicht der Umgebung haben. Suche Deckung. Bleib immer halt das brechende Turm einzunehmen. Im Lautlosmodus kannst du keine strategischen Punkte einnehmen. Okay. Jawohl. Wir versuchen es mal. Achso. Das müssen die Lastwagen für den Transport der Artilleriegeschosse sein. Wir müssen sie aufhalten. Es gibt nichts, was eine Granate nicht stoppen könnte. Wir müssen uns nur vergewissern, dass wir ausreichend Abstand zur Explosion einhalten. Tja, da haben wir noch mehr Soldaten. Sprenggranate. Dein Befehl? Okay. Ah, würde ich sagen, schmeißen wir das mal hier rein, oder? Granate! Bereit. In Bewegung. Nein. Ich höre. Die Brücke scheint für einen Hinterhalt perfekt geeignet. Bevor wir weitermachen, sollten wir herausfinden, was uns auf der anderen Seite erwartet. Hat jemand ein Fernglas? Okay. Befehle? Ja, kommt's mal her. Wechsle die Position. Finde ich aber schön, dass unser Trupp hier immer größer wird. Okay, ich gehe. Gibt es Befehle? Ja, Aufklärung. Lass mal gucken. Ich sehe mich dort um. Ah. Jawohl. Wie weit geht es? Mal sehen, was da ist. Feind gesichtet! Oh. Das sind einige. Sie wissen, dass wir hier sind. Sie werden hinter uns her sein. Wir machen das Maschinengewehr schussbereit und heizen ihnen so richtig ein. Maschinengewehr? Bringen Sie den MG-Schützen hierher und setzen Sie konzentriertes Feuerfähigkeit ein. Ich höre. Ihr geht's mal dahin. Ich bin ganz Ohr. Wer von euch ist der MG-Schütze? Bereit? Ist oh, konzentriertes Feuer. Na, geht doch mal hier hin. So. Die Stelle ist gut. Da sind sie. Stellung behaupten. Jo. Was kann ich tun? Suche Deckung. Befehle? Ich warte. Geh in Position. Nicht so gut. Aha. Sag mal, warum schießt der nicht? Der Rest der Truppe wird nicht so dumm sein, uns anzugreifen, nachdem sie ihre Kameraden auf der Brücke haben sterben sehen. Also starten wir einen Artillerieschlag und lassen die Bastarde für ihre Verbrechen bluten. Oh ja, das kann man auch machen. Und bumm. Nice. Was für eine Explosion!
Wir sind hier, um Vorräte für unsere Reise zu besorgen. Ja, shit, da lebt wir holen keiner. Sie und verschwinden dann von hier. Ich fühle mich schlecht, wenn ich die Vorräte nehme. Die Roten haben sie sicher von den Dorfbewohnern gestohlen. Die Dorfbewohner sind tot. Und das sind wir auch bald, wenn wir nicht in die Gänge kommen. Ich bin bereit. Jo, kannst du mal heil machen? Das ist nur ein Kratzer. Das funktioniert. Ich glaube, wir sollten noch ein paar mehr von diesen Granaten nehmen. Geht klar. Geil. Okay, ich gehe. Hätten wir. Sag mal, du Meister, du kannst damit aufhören. Wie du wünschst. Neue Befehle. Bin unterwegs. Was ist? Vorrücken. In Ordnung. Und einsammeln hier. Sie können Stoff für Uniformen und Decken gebrauchen. Wir werden im tiefsten Sibirien sein und... Und der Winter naht. Na los, weiter. Ja, je weiter wir da vorrücken, das haben sie auch im Test bei GameStar gesagt. Ist das? Umso kälter cool. Wird's dann. Gut. Also die Schwierigkeit zieht dann. Treibstoff ist der wertvollste Rohstoff auf unserer Reise. Ist nicht Nahrung der wertvollste Rohstoff? Natürlich. Am nächsten Betriebswerk sollten wir eine Lokomotive kaufen, die von Bären angetrieben wird. Vielleicht können wir auch Bären verbrennen, um im Zug auf unserer Fahrt durch Sibirien zu heizen. Jawohl. So, einsammeln. Gut. Dann würde ich sagen... Immer noch da oben weiter. Beziehungsweise. Alles klar. Wer ist unser Spier hier nochmal? Was? Verletzt? Okay. Ist nicht so gut. Ja, in Bewegung. Mal sehen, was da ist. Ja, damit. Wer auch immer die ganze Munition zurückgelassen hat, muss im Umgang mit Bajonetten sehr erfahren sein. Also, wenn mein Maschinengewehr keine Munition mehr hat, ist es eine reine Last. Ich würde Artillerieunterstützung anfordern. Wir sind jetzt einfach weglaufen. So. Jawohl. 5 von 5. Können wir dann verlassen. Yes. Bestätigen. So, leider hier eine Verletzung. Medaillen zuweisen. Gut. Okay. Levelaufstieg. Weiter. Alles klar. Und wir haben alles erreicht. Perfekt. Nice. Wieder im Zug angekommen, reden die Soldaten über die Konfrontation mit Molotow am Bahnhof und über die Brutalität der Roten gegen unbewaffnete Dorfbewohner. Die meisten, aber nicht alle, halten den Artillerieschlag auf das Lager des Roten für gerechtfertigt. Major Gazik hängt seinen Gedanken nach. Ich glaube, die Roten haben uns erwartet. Das war vielleicht eine Falle. Ich verstehe nicht, warum... Und warum jetzt verhandeln? Hauptmann lange nicht gerade in Moskau? Ja, aber wir kennen das Ergebnis dieser Verhandlungen nicht. Alle auf ihrem Posten. Ich muss einige Briefe schreiben. Und der Zug wird uns nicht von alleine nach Moskau bringen. Wegtreten. Gut, gut. Neue Legionäre haben sich angeschlossen. Sehr gut. Wie sieht es denn jetzt aus mit unseren verwundeten Sanitätswagen? Heilung von Soldaten. Ausdauer. Wo ist der Verwundete hin? Nicht doof? Na gut. Abfahren. Normale Geschwindigkeit.
Ach da, verletzte Soldaten. Einer. Möchtest du stabilisieren, aktiv, konzentriertes Feuer? Fähigkeit für Ausstattung verfügbar. Fähigkeit von anderen freischaltenden Rollen sind ebenfalls. Ah, Unterdrückungsfeuer, aktiv. Kontrollierte Salve. Okay. Ah, und da kann ich ihm jetzt Rollen noch mit zuweisen. Okay. Das ist ein bisschen viel Micromanagement hier. Aber das eigentliche, was ich machen wollte, ist dich irgendwie heilen. Soldaten werden im 3D-Wagen oder von Ärzten jeweiligen Bahnhof behandelt oder durch Verbrauchsobjekte. Ja, aber wie genau? Victor Savera. Genesung. Ja. Ihr beide da. Reicht es? Krankenbetten. So, jetzt Abfahrt. Gut. Wie sehen wir aus? Treibstoff. 1,5 Tage. Und wenn man halt irgendwie... Was kümmert dich zwischen der Mission um die Gesundheit deiner Soldaten? Ja, das habe ich gerade schon gemacht. Behandelt. Okay. Wird besser. Bei ihm dauert's. Noch Knochenbruch. Aber sehr cool, dass man hier so in die Wagen reinschauen kann. Sowohl auf der Mission als auch auf dem Zug behandelt werden. Hatte sie bei guter Gesundheit. ...200 Kilometer. Ich würde sagen, untätige Soldaten, beförderte Soldaten. Okay, da können wir hier das Level Up noch fertig machen. Ich würde mal sagen, freischalten. Okay. Ist noch einer? Jo. Lokführer. Perfekt. Und raus hier. Und untätig. Einkaufsliste. Du wurdest immer aus Gazis Büro gerufen. Aber wie bekannt ist, gehen uns unsere wichtigen Vorteile zur Neige. Was wir uns in Tsuchinichi sichern konnten, wird für unsere lange Fahrt nicht reichen. Vor uns liegt ein Dorf namens Kaluga. Wir müssen einen Trupp hinschicken. Sie sollen mehr Lebensmittel und Kräuter kaufen, sofern verfügbar. Ja, aber ja, schicke sie sofort los. Gut. Schicke einen Trupp in ein nahegelegenes Dorf, um Ressourcen zu kaufen. Vor allem Nahrung und Kräuter sowie Stoff für die Verbände. Das ist das Dorf. Stumm am Hose. Begib dich nach Moskau, um Langer zu treffen. Schicke einen Trupp in ein nahegelegenes Dorf, um Ressourcen zu kaufen. Zuginventar. Soldatenübersicht. Was ist das? Ja, einsetzen nicht möglich. Ah, ich kann mal quasi die Trupps voreinstellen. Reisekosten. 2 Energie. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir hier mal ein bisschen daneben noch hin. Also kosten 1 Energie. So, Zug anhalten. So, Trupp auswählen. Fähigkeiten für Ausstattung verfügbar. Was werden das? Nice Schritte. Ja, machen wir mal. Kopf runter passiv. Behandelt, behandelt. Nehmen wir noch jemanden mit. Ja. Bestätigen. Einsetzen. Mit dem Trupp erholt sich noch. Hä? Wer das? Achso, das ist dann generell so die Ausdauer. Okay. Trupp bearbeiten, Trupp. So, bearbeiten kannst
du weg, damit du dich an meine Soldaten, alle verfügbaren Soldaten. Dann kommst du halt mal rein. Sunny. Toter Sunny wäre nicht schlecht. Achso, haben wir ja. Dann gehst du mal weg. Und du, dann wird der Trupp erstmal so aussehen, hätte ich mal gesagt. Bestätigen. Einsetzen. Gehalter Soldat hat den Sanitätswagen verlassen. Sehr gut. Das Ding ist, die verbraucht hat natürlich Ressourcen, aber wenn sie steht. Oh, geil. Na? Okay, deine Leute treffen sich in einem Dorf mit den Dorfältesten. Sag ihr Gesundheiten, was führt euch her in diesen Zeiten der Not? Wir wollen handeln, wir brauchen Nahrung und Kräuter, um die Kranken und Verwundeten zu behandeln. Verstehe, leider muss ich euch enttäuschen, die Rote Armee hat bereits all unsere Lebensmittelvorräte mitgenommen, um eine derte zum Wohle des Staates beschlagnahmen. Aber ihr könnt zu Ilias Laden gehen. Er ist ein guter Junge, sicher hat er etwas für euch. Erzähl uns mehr über die Roten. Ah, man könnte meinen, dass es sich nach dem Ende des großen Krieges die Lage beruhigen würde. Zu rekrutieren und beschlagnahmen, als stehe der nächste bereits bevor. Aber wenn die wüssten, die bekommen ja nicht viel mit. Doch ich sorge mich. Vielen Dank. Okay. Da war ein Händler. Treibstoff, Holz, Stoff. Und Kräuter. Zum Herstellen und Erforschen erforderlich. Treibstoff. Wert, Kapazität, bestätigen. Warte mal, was ist, wenn ich da alles mitnehme? Stoff, Holz, Kräuter. Es kostet alles ein bisschen viel Geld. Kannst halt noch nicht sagen. Also 5000 haben wir. Was könnten wir da so ein bisschen verticken? Metall. Mit Reparaturen, Holz, Treibstoff. Gemüsesalat. 3000 kostet es. Landmine. Ich glaube, da könnte man vielleicht ein bisschen was entbehren. Zwei von denen. Wodka, Verbrauchsobjekt. Gehen wir mal ein bisschen rüber. Ja, ich kaufe das jetzt erstmal, würde ich mal sagen. Gut, hat auch gut Geld gemacht. Dann, Wahnsinn, zurückrufen. Warum umleiten? Ist bereits eingesetzt und... Achso, ja. Oh, ich sehe gerade, da brennt's. Das heißt bestimmt Gutes. So, sind wir wieder da? Perfekt. Ah, dann können wir ja wieder weiterfahren. Wie sieht es eigentlich aus mit Wagen-Upgrades? Lokstärke bestimmt, wie viel angehängt werden können. Okay. Und die Arbeiter. Ja, ist am Schlafen. Okay. Von T-Wagen. Okay. Hm,
begib dich nach Moskau. Oh, da haben wir ja schon Moskau. Was? Geht es dir gut? Ja, ja, alles gut. Vorspulen. Och, nö. Plötzlich schallt ein lautes metallisches Dröhnen durch die Luft und der Zug wird langsamer, die Lok scheint kaputt zu sein. Margaret, sie kommt mit gerunzelter Stirn auf dich zu. Das verdammte Ding streikt wieder, Hauptmann. Die Lokomotive sollte von ein paar Arbeitern repariert werden, damit die Fahrt nach Moskau weitergehen kann. In der Zwischenzeit sollten wir nicht einfach nur abwarten, sondern die Gelegenheit nutzen, es sollte ein Trupp losgeschickt werden, um nach Vorräten zu suchen. Wir haben noch einen langen Weg vor uns und müssen jede Gelegenheit nutzen. Hoffentlich gibt es heute keine weiteren Überraschungen. Ich habe kein gutes Gefühl, was das Treffen mit General Morozov angeht. So, nicht trödeln, Hauptmann. An die Arbeit. Okay. Ah, dann würde ich sagen, den Zug an hebe den Status durch eine Reparatur wieder auf. Die Lok ist kaputt. Ja, lösen. 2 Stunden. Weiße arbeitet zu. Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, du der Schicht zuweisen. Und du hier. Noch Fehlfunktion. Oh fuck, das war jetzt fast forward. Kein Arbeiter auf der Lokomotive. Lösen. Ach so, alle klar. So, pausieren. Wir gehen jetzt mal raus. Ich würde sagen, wir gehen mal in den Wald. Nahrung und Kräuter, vorteilhafte Eigenschaften. Truppe auswählen. Nehmen wir gerade den hier. Einsetzen. Reisekosten 2 Energie. Tagschicht, Nachtschicht. Aktivität auf dem Zug, die Aktivität abgebrochen. Aktuell auftaucht. Fahren. Ah. Okay. Hier in der Nachtschicht. Reparieren, heizen. Ich glaube, wir lassen das erstmal hier so stehen. Haben wir jetzt selber hier was machen dürfen? Oh, Zeit passiert. Suche nach Nahrung und Kräutern. Ja. Geil. Statt der Bericht, Major. Wir haben die Gegend nach brauchbaren Dingen durchkämmt. Die Sonne wurde beeinflusst, weil Alfred Kraus über die Eigenschaft verfügt. Habgierig. Hat giftige Bären gegessen. Okay, plus 27 Nahrung. Kampfrollen EP. Geil. Ja, dann, könnt ihr. Wahnsinn. Könnt ihr jetzt dahin gehen, Trupp auswählen? Umleiten. Machen wir das mal. Und dann würde ich. Ja, wir müssen das mit der Lok hier hinkriegen. Du. IP. Schicht zuweisen. Gut. Wir düsen. Also ich kann fahren, während die da hingehen. Das ist sehr praktisch. Kranke Soldaten. Krank. Sekunden noch. Ich glaube, wir bleiben da in der Kurve hier stehen. So, versuche Fische zu fangen.
Ja, probier mal. Und bei unseren Sanitätswagen, wie sieht's denn aus? Es gibt ganz natürlich die Anforderungen erfüllen, Gesundheit, also. Okay, der ist in der Truppe unterwegs. So, anhalten. Oh, sogar zweigleisig hier. Ob uns da mal ein Zug entgegenkommen kann? Das wird doch bestimmt mal passieren. Dass wir dann angegriffen werden. Wir sollen ja, glaube ich, auch nicht so lange stehen bleiben. Bericht fertig. Wie sieht's aus? Das See war überaus fischreich. Leider hatten wir keine Möglichkeit, sie zu fangen. Wir haben es mit Rad und dem Speer versucht. Am Ende haben wir auf sie geschossen. Konnten aber nur ein paar erwischen. Ah, das ist natürlich schlecht. Plus 12. Für das haben wir 2 Stunden gebraucht. Ja. Kommt mal wieder heim. Okay. Trupp ist wieder da. Dann fahren wir nach Moskau. Achso, warte mal. Jetzt können wir dich doch heilen, oder nicht? Krankenwagen, Sanitätswagen. Ja, da. Sehr gut. Für irgendwas müssen die Kräuter ja gut sein. Oh, und dann wären wir in Moskau. Ich möchte einfach nur die Lok hier vorne sehen. Ja, geil. Die Kuh ist kein Bett. Hä? Keine Arbeit auf der Lokomotive. Meine Zeit passt hier bitte, danke. Möchtest du vielleicht? So. Hä? Ach so. Dann, bitte los. Ach du Heilige. Dieses Punkt gehe ich in die nächste Region und kann nicht rückgängig gemacht werden. Ja, bestätigen. Schauen wir doch mal. Dicke schwarze Rauchschwaden steigen auf und vermischen sich mit Gewitterwolken. Moskau brennt. Trotz des starken Regens hört man Gewehrfeuer. Maja Gatzik geht von Wagen zu Wagen und holt leitende Offiziere für eine Besprechung. Im hinteren Teil des Zuges zusammen, der sich langsam auf den Weg, auf den Bahnhof zu bewegt. Na schön, wie man draußen sehen kann, ist die Lage nicht gerade günstig. In den Straßen Moskaus wird gekämpft. Dort draußen tobt ein Bürgerkrieg. Aber wir haben unsere Befehle. Wir müssen rein und mit Hauptmann Langer und seinen Einheit treffen. Wir sollten Hauptmann Langer aufspüren und Moskau anschließend gemeinsam verlassen. Das hört sich nicht sonderlich kompliziert an. Stellen wir den Trupp zusammen und ziehen los. Wir dürfen die Gefahr nicht unterschätzen. Eine fehlgeleitete Kugel und das Ganze endet in einem Blutbad. Und vor allem, wir dürfen nicht zuerst schießen. Die Lage ist schon schlimm genug. Verstanden? Wegtreten. Das wird schon, Hauptmann. Teile diese Daten für die Mission ein. Ich verlasse mich auf dein Urteil. Sie sollten Hauptmann Langer schnellstmöglich aufspüren. Aber seid auf der Hut. Ich rechne mit Ärger. Ja. Und da würde ich sagen, haben wir jetzt erstmal den Rahmen des Angezockts erreicht. Das Spiel hat noch wesentlich mehr zu bieten und das war auch wirklich nur mal ganz am Anfang angekratzt. Aber es hat euch mal so einen kleinen Einblick gegeben, wie das Spiel denn so ist. Und ja, ich tendiere stark dazu, da noch ein bisschen weiter zu spielen. Wenn ihr sagt, ich will da sehen, wie es weitergeht und ich soll es spielen, dann lasst doch einen Kommentar da. Und dann gibt es vielleicht so 1, 2, 3 mehr Folgen dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, bleib's gesund. Ciao. Was zum... Major, der Zug rast mit Höchstgeschwindigkeit auf uns zu. Verdammt, die Roten wollen uns rammen. Legionäre, festhalten! General Morozov. Ich wusste, wir sehen uns wieder. Sie sind ein Lügner und Feigling. Wieso? Sie zerstören einen Zug mit Kriegsheimkehrern, ohne dass Krieg zwischen unseren Nationen herrscht.
Erlauben Sie mir, Sie zu erinnern, dass ich Ihnen eine Wahl ließ, Major. Legen Sie die Waffen nieder und Sie können Sibirien in Frieden durchqueren. Mehr als fair, und das Angebot steht immer noch, ohne den Zug. Befehlen Sie jetzt Ihrer Einheit die Kapitulation. Sie wissen, dass ich das nicht tue. Treu bis zum bitteren Ende. Ich respektiere das. Möge Gott Ihrer Seele gnädig sein, Bruder Gastig. Hauptmann Langer soll kommen. Er muss einen Plan haben, uns nach Vladivostok zu bringen. Sie haben Major Gastig ermordet. Wir können das nicht unbeantwortet lassen. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.